Ja, Top-Spiel. Diesmal ist es wirklich eins. Diesmal verarsche ich euch nicht. Pengidormann 11, KSV Hessen Kassel, der Fünfte gegen den Vierten. Wir wollen wieder zurück auf den Aufstiegsplatz, um uns dort festzusetzen wie eine Zecke. Denn der Durchmarsch ist uns bestimmt. Das ist das Schicksal. Destiny. Genau. Unser Destiny. Ja, mal sehen, wie das Spiel läuft. Aber ich denke, unsere Fans in unserem Stadion, das wir gleich ausbauen werden, stärken uns den Rücken. Vielleicht werden sich in den Ecken nach dem Ausbau drei Leute versammeln. Könnte Aber sein. erstmal rücken jetzt schon mal die Bagger an. Die Fans, so, was geht da denn los? Was geht da denn los, ja? Was geht los da rein? Was geht los da rein? Was geht los da rein? Aha. Fragen wir mal 1-0, der Was Keeper geht? patzt. Was geht los da rein? Ja! Ja, was geht los da rein? Ja, Liebessuppe, jawoll! Ja, gut, Braun! Ich mein. Ja. Ich freue mich jetzt auch für dich. Du bist mein neuer Aldev, solange er verletzt Auf ist. voller Mertens. Da ist Gelegenheit. Ja, Moment. Der kommt noch, der kommt noch. Oh, ne. Wieder kommt nicht mehr. Mann, das ärgert Mann, mich. echt, ey. Cannabis auf Manuel Fischer, da. Martinitz jetzt, aber wird von irgendeinem da gestört. Rado spielt da. Irgendeiner. Rado. Ruf ihn nix an. Ruf ja nix, so. Ruf ja nix. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Cannabis? Entschuldigung, Entschuldigung! Martinitz, aber Vollkorn hält. Ach, guck mal, der Vollkorn. Ah ja, Vollkorn. Rado. Auf Cannabis. Aber will ich es da? Ja, der hat mir gesagt, gib mir ein bisschen Cannabis und dann läuft das. Netter Warum läuft Schuss. der denn nicht noch? Der hat so viel Platz jetzt nach vorne gehabt. Schön auf Muslehe. Was war das denn? Den nicht zu machen ist etwas kläglich. Ja, Ali, was ist los mit dir in letzter Zeit? Da riechst du dich zu Recht auf. Da geht's schon nicht. Sami, der auf Martinitz aber Ann stoppt ihn. Pepper Ann ist das. Jo, Pepper Ian. Ja, Pepper Ann, ich bin nervös. Come on, Team. 0-1-0 reicht uns nicht. Aber irgendwie ermüdet mich das Spiel gerade. Okay, akzeptiere ich. Wieso passiert denn nichts? Das ist ja voll langweilig, ey. Erzähl mal so ein bisschen was. Nee, ich habe nichts zu erzählen. Ich habe Hast du mir alles was zu erzählen? gehauen. Warst du nicht gestern irgendwo auf dem Himalaya? Ach ja, stimmt. Ja, aber Und? ich denke, das ist ja so alltäglich, weißt Ja, okay. Naja, stimmt du? auch Ist ja wieder. langweilig, sowas dann zu Ja, erzählen. ja. Das ermüdet die Abonnenten. Hast du nicht gestern noch den Kometen abgelenkt, der auf die Erde zugesteuert ist und die ganze Ja. Menschheit ausgelöscht hätte? Ja, das habe ich auch gemacht. Ja, Okay. Community. Aber wie gesagt, das ist einfach so Sachen, die macht man alltäglich. Ja. Es ist irgendwie langweilig, darüber zu reden, andauernd, weißt du? Ja, okay. Also ich könnte natürlich jetzt angeben, ja gut, ich habe die Menschheit gerettet. Das macht ja Aber jeder ja. auf einer täglichen Basis. Von daher ist es ja nichts Besonderes. Ja, eben. Also ich meine, dann denkt man sich ja, und? Ja. Das habe ich gestern auch gemacht. Ich habe gestern auch hier den Tsunami abgehalten. Ne? Und dann denkt sich der andere, ja, ich habe die Außerirdischen aber weggeschickt. Ne? So muss das sein. By the way, heute habe ich noch eine Mission, die ich zu bewerkstelligen habe. Jetzt aber auch nur langweilig. Und zwar soll es heute ein Erdbeben von der Stärke 12,0 geben und die Erdplatten sollen auseinanderbrechen. Ich werde sie so zusammenhalten, dass wir nicht in den Abgrund fallen. Ja, Ja, das aber. finde ich jetzt nicht besonders, aber ich meine, ist eine ehrenwerte Aufgabe, dass du das Ja, machen darfst. eben, Aber aber naja, mal schauen. Fürs gute Geld machen wir natürlich einiges. ja, klar. Also nicht alles, aber einige. Gehen wir auch für Geld in die zweite Halbzeit? Für Geld gehen wir auch in die zweite Halbzeit. Gut, dann zahl jetzt. Das Team sagt auch, ja, für Geld gehen wir auch in die zweite Halbzeit. Ja, 10 Euro. Cannabis.
10 Euro Cannabis, da kriegst du aber nicht viel für. Dann hast du nicht viel, sagen wir so. Martinitz, jetzt vielleicht das 2:0, aber voll horny hot. Warum sagst du denn den Vollhorn? Warum nennst du dich einfach Vollkorn? Ja, weil ich ihn auch Vollhorn nennen kann und da ist Horny eben naheliegend. Ja, findest du? Wieso Ja, machen wir hin. den eigentlich nicht rein? Weiß ich auch nicht. Das verstehe ich nicht. Samide. Aber Martinitz war im Abseits. Pepper N hat das sehr gut zugestellt. Oh ja, da war gewollt. Absolut. Rizzi darf auch mal wieder. Für den Superman. Simpatman. Guck mal, was macht denn der da hier vorne? Der Martinitz hat sich hinter den Torwart gestohlen. Also, ja, vielleicht spielt er zufällig nach hinten. Genau. Ja. Der war so nervös, oder Martinitz dachte sich, vielleicht wird er so nervös sein, dass er den jetzt ausspielt erstmal. Aber erstmal wollen unsere Spieler anscheinend nicht mehr treffen. Die sind mit dem 1:0 völlig zufrieden. Nee, wir mag doch nicht treffen. Nö. Nee. Das ist auch langweilig. No, echt langweilig, oder? Ja, echt langweilig. Geh mal dahin, das ist nicht so langweilig. Okay. Rado. Mertinitz, kann er sich da durchsetzen? Natürlich nicht. Ja, während diesem Blitzstart, aber danach kommt gar nichts mehr, ne? Außer jetzt, das 2:0 von Mertinitz. Ja, aber sonst eigentlich langweilig, weißt Ja. du? Außer jetzt halt. Ja, Ja. Martinez, du hast mal von Chance zurückgewonnen. Ja. Brüster so schon halb am Pennen auf der Bank. Vitor! Oh! Oh, Mertinitz! Ja, hab ich gesehen! Sehr guter Tor! Super kurz Schuss, meine. flach in die Ecke! Wie flach? Es war an den Winkel, Bruce! Nein! Okay! Herr Kultrainer, hast du das aufgenommen, damit ich mein später nochmal anschauen kann? Ja? Okay. Nee, der Co-Trainer war am Pennen. Der so, Co-Trainer? 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 Oh, ich glaube, er ist tot. Und Mertens macht das 3 zu 0. ja, toll, wieder flach in die Ecke. gut gemacht, Fran. Gut gemacht, Fran. Genau. Super Schlag in die Ecke. Aber warum Jure Mördin ist denn so stark? Das bist so du, Fran. Oh, da ist das 3:1 durch Manuel Tejada. Oh, kleiner Schönheitsfleck, aber das ist egal, denn wir haben die Punkte und haben uns in diesem Topspiel durchgesetzt. Noch nicht. Aber bald. Denn Martinez prüft nochmal die Latte. Ja, Und damn, wird eingewechselt. und Brunette ist leider stabil hier im Pankhurst. Oh, klasse Kopfball. Der geht ja gar nicht weit daneben. Ja, Kopfball muss auf jeden Fall nicht mehr üben. Das habe ich jetzt gesehen. Genau. So. Damn. Versucht's nochmal vorne. Für Hessen-Kassel. Aber da wird nicht mehr viel passieren. Nö. Nee. Glaub, das war's. Ja. Jor! Huh! Bisschen wach werden, jor! Huh! Ein bisschen am Striking. Genau. Das Jor! ist das super. Zwei Tore von Fran, eins Jor! von Ich muss nicht mehr hurryn! Mark. Ich höre nix! Ja, wir haben die Meisterschaft. Ja. Genau. So, so kann man natürlich auch einen Sieg gegen Hessen-Kassel feiern, gegen den Erzfeind Nummer 1. Jo. Feiert man schon mal wie eine Meisterschaft. Und wenn man dann den Pokal gewinnt, ja, ja, gut gespielt, ja, danke, ja. Bei den Leverkusen war ja klar, wie das Finale ausgeht. Ich meine, war ja auch nicht spannend, so 1-0, 1-1-2, 1-2-2, ne? Und schon sind wir wieder auf den Aufstiegsplätzen. Union Berlin eilt etwas davon. Mal schauen, gegen wen wir am nächsten Weil es Spieltag sind auch spielen. nur 4 Punkte. Ja, klar. Aber sind noch momentan noch konstant und im nächsten Spiel geht's gegen 60 München. 19. Ah, das Ah. wird schwer. Damn. Stimmen. Stimmin. Was sagt man, muss lernen?
Zuschauer, Spaß. Interessante Aussage. Wenn die Zuschauer heute halb so viel Spaß hatten wie wir, dann hatten wir doppelt so viel Spaß wie sie. Ja. Das war jetzt mein Übersetzer. Ja. Das wäre doch mal ein interessantes Thema für Beckmann. Ich mir das vorzustellen. Wenn jetzt Zuschauer halb so viel Spaß haben wie sie, dann hattet ihr doppelt so viel Spaß wie die Zuschauer. Das ist interessant, da möchte ich gerne auch nochmal reden. Was? Was? Also ja, du musst es wirklich wiederholen. Das mag doch Beckmann immer. Ja, aber ich mag doch, dass das nicht wiederholen. Okay, weil du es nicht mehr weißt, A und B machen wir jetzt das Stadion. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wieso klaust du mir meinen Satz aus dem Mund? Stadion-Editor? Ich kenne mich hier nicht aus, das ist das Problem. Lass mal für ein Finale bewerben. Genau. Ich meine, 10.700 Zuschauer, das ist doch voll okay. Was passiert hier? Oh nein, ich bin verwirrt. Weg. Weg. Hier ist nicht auch hier, doch klar, über diesen Bildschirm haben wir es getan. Getan, genau. So. Machen wir mal ein paar Sitzplätze, hm? Oh, horny, ja. Allein 700 Sitzplätze dazu kosten schon 276.000. Was sind Stehplätze? 165.000. Ja, wer ist mit einer VIP-Loge? Die ist bestimmt billig. Ja, auch guck mal, 331.000. Was machen wir denn da? Ich würde auf jeden Fall sagen, die beiden Tribünen hinter dem Tor. Da würdest du gerne ausbauen? Die FIFA Street-Kurve. Okay. Ja, kostet überall das Gleiche, ne? Ja, ja, klar, aber warum machen wir nur Sitzplätze? Achso, das waren ja Stehplätze, oder, dahinter? Weiß ich nicht. Das sind, Sitze. Hier sind Sitzplätze, aber die ich frag mal generell, warum wir nur Sitzplätze hier machen. In den Ecken. Na, deswegen sitzt bestimmt keiner in den Ecken, die haben keinen Bock zu stehen. Genau. Die FIFA Street-Kurve. Mach ruhig beide Sitzplätze, ist okay. Vierer. Aber ist halt teuer. Ja, wir haben's. Aber nur hinter diesem Tor, oder? Ja, ja. Okay. Troy McVoss. I'm putting the balls out of my purse. Ausbauing. Ach ja, geht ja gar nicht. Ach so, okay. Ja, ja, klar. Na, okay, aber wir merken uns das mal. Genau. Und dann geht's im nächsten Part gegen den FC Sion. Wie stand's eigentlich in der Tabelle? Genau. Momentchen. Wobei, das Stadionauswahl ist gar keine so dumme Idee. Wir haben eine Auslastung von 94,95%. Ja. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir es jetzt ausbauen und das so halten. Ja. Müssten wir das eigentlich schnell wieder rein. Eben. So, gegen Sion ist es eigentlich eine machbare Aufgabe. Wenn wir wirklich weiterkommen wollen, sollten wir da gewinnen. Jetzt liegt's an dir. Viel Spaß im nächsten Part und ja, bis dahin. Auf Wiedersehen.